wo sich im kommenden Jahr die Weltelite der Turner trifft, geht es in diesem Herbst erst einmal nur um die Qualifikation für die Weltmeisterschaft. Am Wochenende kämpfen die deutschen Athleten in Stuttgart um die Teilnahme an der WM in Doha, Katar Ende Oktober. Ein Jahr später sind die Schwaben dann selbst WM-Gastgeber. Für Deutschlands Top-Turner Marcel Nguyen ist schon die Qualifikation dort etwas Besonderes. Eine WM-Quali in meiner Wahlheimat ist immer etwas Besonderes. Ich werde am Baren, Reck und Pauschen Pferd turnen. Die drei Geräte, an denen mich der Cheftrainer gerne nochmal sehen will. Neben Vize-Olympiasieger Nguyen werden auch weitere deutsche Topstars wie Weltmeisterin Pauline Schäfer, die Olympia-Vierte Elisabeth Seitz sowie Vize-Europameister Lukas Dauser in Stuttgart dabei sein. Die beiden Letzteren hatten in den vergangenen Wochen mit Verletzungen zu kämpfen, freuen sich nun aber umso mehr auf ihr Comeback. Es ist toll, wieder einen Wettkampf zu bestreiten, sagt Seitz, die zuletzt mit einer Entzündung im Bauchraum zu kämpfen hatte, vor allem weil ich weiß, dass es im heimischen Stuttgart mit dem tollen Publikum im Rücken sein wird. Der 25-jährige Dauser bis zuletzt am Knie verletzt, ergänzt, es ist der erste große Sechskampf für mich seit über einem Jahr. Ich freue mich sehr. Der Wettbewerb am Samstag startet zunächst mit den Frauen. Seitz und Schäfer gehören zu den 8 Frauen, die in Riege 2 starten. Insgesamt sind 12 Turnerinnen dabei. Bei den Männern gehen insgesamt 16 Turner an den Start, aufgeteilt in 3 Riegen. Die endgültigen WM-Tickets werden dann nach der zweiten Qualifikation in Leipzig, 29. September 2018, von den Bundestrainern Ulla Koch und Andreas Hirsch vergeben. Jeweils 5 Frauen und 5 Männer werden dann für das Turnier in Doha nominiert. Punkt. Oder wie es Marcel Nguyen sagt, der Weg nach Doha geht also über Stuttgart. Das Teilnehmerfeld in Stuttgart, Frauen, Riege 1, Isabelle Stingel, TSV Rindheim, Emma Höfele, TG Neureuth, Kim Ruoff, TB Neckarhausen, Karina Krill, TSV Bergheim. Frauen, Riege 2, Lisa Katharina Hill, M, TV Stuttgart, Michelle Timm, SC Berlin, Sarah Voss, TZDS HS Köln, Lea Grieser, TG Neureuth, Elisabeth Seitz, MTV Stuttgart, Kim Bui, MTV Stuttgart und Pauline Schäfer, TUS Chemnitz Altendorf. Männer, Riege 1, Felix Pohl, VfL Kirchheim, Technik Klessing, SV Halle, Lukas Hermann, SC Berlin, Felix Remuter, TSV Unterhaching und Alexander Meyer, MTV Stuttgart. Männer, Riege 2, Lukas Dauser, TSV Unterhaching, Andreas Britschneider, KTV Chemnitz, Andreas Toba, TK Hannover, Philipp Herder, SC Berlin, Nils Dunkel, MTV Erfurt und Marcel Nguyen, TSV Unterhaching. Männer, Riege 3, Christopher Jusch, SC Cottbus, Tobias Radoy, KTV Chemnitz, Sebastian Kremer, MTV Stuttgart, Ivan Ritschik, KTV Chemnitz und Carlo Hör, TSV Schmieden. Das Programm in Stuttgart, 13 Uhr, Hallenöffnung, Wettkampf der Frauen, 16.30 Uhr, Hallenöffnung, Wettkampf der Männer, Stand, 13. September 2018, 8 Uhr.